Welcome back to Porsche Top 5. Today, we are at the warehouse of the Porsche Museum. And today, this location will open its doors for two unique petrol heads. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Porsche Top 5 Series. In dieser Ausgabe wollen wir rausfinden, was ist der lauteste Porsche hier in den Lagerhallen. Und das werde ich nicht alleine rausfinden, sondern ich und der Benjamin werden das zusammen machen. Und zwar ganz offiziell und glaub mir, es wird infernalisch. Dann hast du mich gar nicht kommen hören, oder was? Ich bin aus folgendem Grund hier. Ich möchte rausfinden, was ist der lauteste Porsche hier in der Lagerhalle? Aber 959 ist es nicht, weil die sind auch nicht so laut. Die sind nicht so laut, aber ein anderes Rallye-Auto würde ich unter meine Favoriten nehmen, und zwar den 78er 3-Liter Safari-Wagen. Okay. Der ist sehr laut, der dürfte eigentlich nur einen Endschalldämpfer haben, da ist wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel drin. Leicht. Ist ein Porsche. Und wie messen wir das jetzt? Ich meine, wir müssen ja irgendwas haben zum Vergleichen. Mit dem hier. Bereit? Ja, wenn du es bist. Ich gebe Gas. Und das ist Nummer 5. Das ist die 5. Jetzt höre ich dich wieder. Ich dich nicht. 122,9 Dezibel waren das. Das ist eine Menge. 996. Das ist ein richtiges Brett. Das ist ein richtiges Brett, vor allem einer der erfolgreichsten Langstreckenrennwagen auf Basis des 911. Aber es war ohne Spaß, Benjamin. Ich habe die schon mal gehört. Das ist unfassbar laut. Dann mach mal an. Ich bin bereit. Mach's nicht so spannend. Du stellst jetzt mal hin und ich steig mal eben ein. Das machen wir. Benjamin? Ja. Hörst du mich noch? Noch ja. Jetzt nicht mehr. Wahnsinn. 123,4 Dezibel, aber die ganze Klangart, diese Biesigkeit, wie schnell der hochtourt, wie schnell er wieder runtertourt, die Aggressivität, das ist Porsche. Das ist Porsche. Das ist ein richtiger Drehzahl-Rennwagen. Vielleicht das nächste Auto ein bisschen mehr Hubraum. Mehr Hubraum? Das wäre vielleicht nicht uninteressant. Mehr Hubraum? Zwei Zylinder mehr? Ah, dann wird das Feld schon ein bisschen kleiner. Und lauter als der. Und das wird dich überraschen. Und das wird unsere Nummer 3. Ich weiß, was es ist. Carrera GT ist doch ganz klar. Obwohl, nee, warte mal. Ist ja V10. Richtig. Aber ganz ehrlich, Carrera GT ist nicht dabei. Mein fantastisches Klangbild. Das Klangbild. Das Klangbild, aber das nächste ist viel brachialer. Brachialer als ein Carrera GT? Brachialer. Er? Genau der. Gib mir das Ding. Probier mal aus. Ich meine, ist ja was ganz anderes, ne? Komplett. Schicker Motor, oder? Ja. Die Ansaugbrücke war so? Die war so, ja. Stand jahrzehntelang bei uns in der Sammlung und wurde dann vor einigen Jahren von unseren Auszubildenden restauriert. Und es ist so laut. Du wirst überrascht sein. Okay, 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 okay. Reicht dir das? Ja. Ich rede auch immer so laut, nachdem die an waren irgendwie. 126,4 Dezibel. Plus mein rechtes Ohr piept. Und das kannst du jetzt noch toppen. Ja. Okay, okay, ich weiß, er ist es. MP4. Fast. Toller Klang. Es geht um ein Formel-1-Auto, aber wir springen ein paar Jahrzehnte zurück. Warte mal, warte mal. Aber er soll lauter sein, richtig? Viel, viel lauter. Und die 180 PS schreien mehr als das Monster? Deutlich mehr. Ich meine, 18er Boxer wird eine ganz eigene Klangart haben. Ja, der klingt sehr speziell, sehr besonders und für mich klanglich ein einzigartiges Erlebnis. Ehrlich? Ja. Okay, dann starte ich mal das Aufnahmegerät. Ja.
Das war das Lauteste, was ich in meinem Leben gehört habe. 137,8 Dezibel. Wahnsinn, oder? Und das geht noch lauter. Das geht auf jeden Fall noch lauter. Das war für mich schon wirklich nur noch, das war nur noch ein Geräusch. Ich habe gar nicht mehr Klangart erkannt. Darf ich dir was sagen? Ja. Das war toll. Ja. Lass uns weitermachen. Ich habe es mir gedacht. Das war ja damals der King der Turbos. Ja. Sehr variable Leistung, ja, ladedruckabhängig, ja. So wie du gerade lustig warst. Und es ist ja eigentlich schon wirklich klar, dass er so laut ist, weil wir haben Krümmer ab in den Lader und nach dem Lader ist die Abgasanlage kürzer als dieses Messgerät. Nach dem Lader kommt Nada. Da kommt wirklich nichts. Mach erstmal den Deckel auf, ich will einmal Motor gucken. Kurze Wege, wenig toll. Gewicht, aber Gehörschutz ist hier ein Muss. Ehrlich? Ja. Das ist toll. 138,1 Dezibel. Das ist unbeschreiblich laut. Aber wenn wir nochmal zusammenfassen. Der Safari. Noch klassisch Porsche, wie ich finde. Der 996. Sehr rennwagenlastig. Sehr schnell steigende Drehzahl. Sehr schnell sinkende Drehzahl. Der 928. V8 pur. Fast schon amerikanisch vom Klang. Dann der Formel 1. Fürs Ohr fast anstrengender als der. Auch wo ich den direkt Gas gegeben habe im Kopf an den Vergasern. Ja, und dann 2-1. Purer Rennsport-Sound, Turbolader, viel Technik, typisch Porsche und eigentlich auch eine Rennsport-Legende und für Porsche sehr, sehr wichtig, der RSR, weil wir hier nach dem 917 mit Turboladern das erste Mal im 911, nachdem es das in Serie gab, auch im Motorsport versucht haben. Und toll. Ja, bis heute begleitet uns ja der Turbolader. Und auch mich. Und ich würde vorschlagen, wir machen für heute Feierabend und fahren mit dem schicken 356, wo ich gekommen bin. Mit dem fahren wir nach Hause. 14er Boxer hatten wir nämlich nicht. Das klingt nach dem Plan. Siehst du wohl. Dann können wir den ja vielleicht noch in die Sonderwertung einfließen lassen. Und der Klang ist auch sehr speziell. Aber nicht so laut. Muss ja auch nicht immer laut Nein, sein. Das stimmt. Kann aber.